Hobby Brain hier. Heute ist es soweit, ich stelle euch meinen neuen Bandschleifer vor. Und ja, wenn es euch interessiert, was das Teil alles so kann, dann bleibt doch einfach dran. Bevor ich euch jetzt den Bandschleifer genauer vorstelle und zeige, will ich erstmal die Frage klären, wo ich das Teil überhaupt her habe. Ich habe mir den Bandschleifer beim Uwe Dossert bestellt. Und der Uwe Dossert betreibt den kleinen Messerladen. Und wenn ihr euch auf der gleichnamigen Homepage einfach mal umschaut, dann werdet ihr auch meinen Bandschleifer dort finden. Das ist das Modell 4.2. Ihr habt dort die Möglichkeit, den Bandschleifer ja, individuell für euch zu bestellen. Das heißt, es gibt eine Basisversion. Der 4.2 ist zum Beispiel mit einem Basismotor von 0,75 Kilowatt ausgestattet. Ich habe mir die Option 1,5 Kilowatt ausgesucht. Des Weiteren habe ich mir die Option Kippgestell ausgesucht, dass ich den Bandschleifer, ja, wie es schon, wie der Name schon sagt, kippen kann, um horizontal zu schleifen. Und es gibt auch verschiedene Schaltervariationen. Ich habe die Variation Industrieschalter gewählt. Jetzt wisst ihr, wo ihr das Teil herbekommt, wo ihr euch umschauen könnt nach so einem Bandschleifer. Und ja, ich würde sagen, jetzt zeige ich euch mal ein paar Einzelheiten von dem Teil. Das Modell 4.2 ist ein komplett geschlossenes Gehäuse. Das heißt, die ganze Elektronik ist staub- und feuchtigkeitsgeschützt und auch das komplette Band, außer hier vorne, wo ich arbeite, ist hier in einem geschlossenen Gehäuse. Wenn ich die Abdeckung jetzt aufmache, sieht man hier wunderbar, wie das Band läuft. Hier hinten ist die Antriebswelle, das Antriebsrad. Und was ein guter Sicherheitsaspekt ist, ist der Schalter, den man hier sieht. Der unterbricht die Stromzufuhr, sobald ich die Abdeckung aufmache. Und somit kann der Schleifer erst in Betrieb genommen werden, wenn ich die Abdeckung wieder schließe. So, die ganze Schaltergeschichte ist folgendermaßen. Hier oben hat man einen Hauptschalter. Damit schalte ich das ganze Gerät ein. Hier unten ist dann noch ein zweiter An- und Ausschalter, womit ich den Schleifer dann in Betrieb setze. Der Schalter hier ist für Rechts- und Linkslauf vom Band. Hier unten ist ein Schalter, wodurch ich auch die Möglichkeit habe, einen Fußschalter hier unten anzuschließen. Und was für mich ganz wichtig war, ist hier die Geschwindigkeitsregelung, womit ich den Bandlauf in der Geschwindigkeit praktisch einstellen kann. Der Bandschleifer ist so aufgebaut, dass ich verschiedene Module an den Schleifer anbringen kann. Herzstück ist diese Klemme hier. Die kann ich an dem Auslegerarm erstmal frei verschieben, über die Schraube hier befestigen und in den Mechanismus hier kann ich mir jetzt verschiedene Module einbauen, indem ich jetzt zum Beispiel hier meine Schleifauflage einpasse, festmache und hier drüber auch den Winkel verstellen kann, so wie ich praktisch schleifen möchte. An der Spannklemme hier kann ich nicht nur die verschiedenen Module einspannen, sondern hier ist auch meine Bandlaufkorrektur dran, die ich mit der Schraube hier einstellen kann. Und ja, da kann ich sehr filigran den Bandlauf regulieren. Wenn ich jetzt mein Band spannen möchte, dann kann ich hier unten mit dieser Schraube hier den ganzen Auslegerarm lösen und durch den Hebel hier oben praktisch die Bandspannung einstellen, bringt das Band dann auf Spannung und schraub hier unten wieder fest. Bei meinem Modell habe ich ja den Kippmechanismus mitbestellt und das ist relativ einfach. Ich muss keine Schrauben lösen, gar nichts, sondern ich nehme mir einfach den Bandschleifer und kippe mir hier zur Seite rüber und kann jetzt hier horizontal am Band arbeiten. Standardmäßig ist bei dem Modell diese Schleifvorrichtung dabei. Und das Coole bei der Schleifvorrichtung ist,
dass ich die Schleifauflage durch diese Schraube hier einfach entfernen kann und könnte jetzt hier ein wenig am freien Band arbeiten oder zum Beispiel ballige Anschliffe an dem Messer erzeugen. In der Basisausführung ist auch der Schleiftisch hier dabei und der wird hier relativ einfach befestigt, indem ich den mit dem Befestigungsschuh in die Nut schiebe. Jetzt kann ich mir den vor- und zurückrutschen, so wie ich ihn brauche, und hier befestigen. Ich habe mir optional die Schleiftischverbreiterung noch dazu bestellt, um eine größere Auflage zu bekommen, und die wird hier einfach drauf befestigt. Dadurch habe ich natürlich jetzt die Möglichkeit, den Ausschnitt hier nach links und rechts zu verschieben und kann mir den Schleiftisch hier schön ausrichten, sodass mein Band auch sauber hier im Schleiftisch läuft. Das waren jetzt erstmal so ein paar Einzelheiten zu dem Bandschleifer. Jetzt ziehe ich mal ein Band auf und ja, zeige euch einfach mal, wie das mit der Geschwindigkeitsregulierung und so weiter funktioniert. Ja, das Band ist drauf. Ich betätige den Hauptschalter. Meine Drehzahlregelung habe ich auf 0 gedreht. Dann schalte ich das Teil ein und drehe langsam die Drehzahl nach oben. Man sieht, er fängt langsam an zu laufen. Jetzt kann ich meinen Bandlauf noch etwas korrigieren. Sehe auch, dass das Band in die richtige Richtung läuft. Und kann jetzt praktisch die Drehzahl erhöhen, so wie ich es brauche. Will ich jetzt die Laufrichtung verändern, ausschalten, Laufrichtung ändern, einschalten und die Drehzahl langsam nach oben drehen, bis er langsam läuft. Band korrigieren. So, und ich kann in die andere Richtung arbeiten. So, jetzt habt ihr ein paar Eindrücke von meinem neuen Bandschleifer bekommen, ein bisschen so ja, gesehen, was er für Funktionen hat. Ich habe hier weitere Zusatzmodule bestellt, wie den großen Schleiftisch zum Horizontalschleifen, die Schleifführung, die Schleifvorrichtung zum Planschleifen und die Radienschleifvorrichtung, die stelle ich euch in weiteren Videos vor. Ich habe euch unten in der Infobox einfach mal den Link vom Uwe Dossert, seiner Homepage, der kleine Messerladen, reingepackt. Schaut euch da doch einfach drauf um und wenn ihr irgendwie was wissen wollt, dann ruft ihn doch einfach an. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, klickt auf Abonnieren, dann seid ihr dabei, wenn es ein neues Video gibt, wenn ich die Zusatzmodule zeige, wenn ich zeige, wie sie funktionieren. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Reinschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.